jetzt mal eine ganz andere Krone auf den Kopf. Diese Krone heißt Fakir-Krone, die ist die Krone von Osiris. Und hier ist eine Frau. Diese Frau hat eine Blume auf dem Kopf. Diese Frau heißt Seshat. Seshat. Das Wort Sesh in Hieroglyphen heißt in Schriften. Und Seshat heißt die Göttin von Schreibkunst und Weisheit. Sie und den König haben den idealen Ort gefunden, um den Tempel aufbauen zu können. Die Zeremonie geht weiter. Der König selbst muss auf dem Boden, wo man arbeiten muss, so einen Topf tragen.